Hallo und herzlich willkommen zu Schuhpassion TV. In unserer heutigen Episode werfen wir einen Blick in das Innenleben unserer Sneaker und erklären euch deren Aufbau. Seit nunmehr 10 Jahren habe ich bei Schuhpassion in unzähligen Malen, Seminaren und internen Schulungen und überall den Aufbau eines rahmengenähten Schuhs erläutert. Im Querschnitt, man sieht die Ledersohle, Innensohle, Lederlaufsohle. Man erklärt, warum die rahmengenähte Mache hat, wieso es hier zu dem Hohlraum kommt, wieso die Korkausballung da ist. Und ich kann das soweit aus dem FF. Aber darum soll es hier nicht gehen. An meiner Seite befindet sich Gunnar. Und Gunnar wird mit mir zusammen heute einen Blick in das Innenleben unserer Sneaker-Modelle werfen und uns das erklären und deren Aufbau erklären. Und ich bin jetzt auch genauso ahnungslos und lehne mich zurück, wie ihr vielleicht es zu Hause seid, an den Schirmen. Und insofern würde ich sagen, Gunnar, herzlich willkommen aus der Produktabteilung im Hause Schuhpassion. Und vielleicht einmal vorneweg, Gunnar, die Frage: Was befähigt dich dazu, dass du weißt, wie dieser Schuh aufgebaut ist? Was ist eigentlich dein Background? Vielleicht ist das für die Leute ganz interessant. Du bist ja jetzt kein Comiczeichner, bist zur Schuhpassion gekommen, sondern? Ich habe erst Orthopädie-Schuhmacher gelernt, wo ich wirklich das Handwerk des Schuhmachens gelernt habe. Und habe dann 1,5 Jahre als Geselle bei einer Schuhfirma gearbeitet oder bei einem Orthopädie-Schuhmacher gearbeitet und habe mich dann dazu entschlossen, eine Weiterbildung als Schuhtechniker zu machen. Und das habe ich in Pirmasens gemacht. Und da haben wir halt gelernt, wie der industrielle Aufbau eines Schuhs ist. Ich kann also von A bis Z einen Schuh in der Industrie aufbauen und auch noch selber herstellen, weil ich den Background als Schuhmacher eigentlich habe. Und jetzt bin ich seit 1,5 Jahren hier bei Schuhpassion. Perfekt, das ist sehr gut. Das ist, bei mir gibt es hier den Autodidakten Amateur und hier habe ich den Profi an meiner Seite. Und insofern, und aus der ehemaligen Welthauptstadt des Schuhhandwerks, Pirmasens. Hat ja auch eine große Schuhhistorie, ist ein bisschen zurückgefahren dann in den letzten 100 Jahren, aber ist immer noch sehr vital dort, würde ich sagen. Und die Ausbildung auch solide. Ja, also das ist die einzige Schule in ganz Deutschland, wo man seinen Schuhtechniker machen kann. Die andere Möglichkeit wäre, nach Italien zu gehen oder nach Portugal zu gehen. Aber für mich fehlt dir das Italienische. Richtig, oder das Portugiesische. Ja. Gut, steigen wir ein. Wir haben hier einen Schuh. Unseren Runner haben wir hier einmal aufgeschnitten. Und hier sieht man eigentlich wie im klassischen Bereich. Fangen wir beim Oberleder an. Hier ist es Textil und Nubuckleder und auch einen Glattleder. Und man sieht, hier drunter ist zwischen Oberleder und Futterleder eine Fließschicht, die nennt sich Zwischenfutter. Das stabilisiert eigentlich gerade hier den Schaft. Das Material und dass die Faltenbildung nicht so extrem ist. Dann die Lasche ist gepolstert und hier hinten an dem Schaftoberrand ist auch immer eine Polsterung eingebracht. Hier hinten aus dem klassischen Bereich werden meist noch Lederhinterkappen genommen. Und hier ist eher eine thermoplastische Hinterkappe. Ja. So. Um das Ganze auch ein bisschen leichter zu halten wahrscheinlich. Die gefütterte Zunge ist halt auch so, dass es halt voluminöser aussieht. Oder spüre ich die auch? Also beim Gehen merkt man das schon, dass der Druck auf die Beuge des Fußes eigentlich dort genommen wird. So, dann sehe ich hier innen drin, ist einmal trotz alledem, Lederfutter. Das ist jetzt kein Unterschied zum rahmengenähten Schuh, also zu den rahmengenähten Schuhen von uns, dass man halt schön ausgestaffiert ist mit Leder, also Lederfutter verarbeitet wird. Jetzt gibt es aber einen großen Unterschied, wenn ich dann doch nochmal den Schuh von hier unten vorholen kann, dass man hier unten bei der Sohle, sieht man hier eine schöne Korkausballung drin, die so ein bisschen das Fußbett halt formt, was man sich reinläuft, so ein bisschen auch kälteisolierend wirkt. Und bei dem Schuh sehe ich jetzt hier auf einmal sehr viel Luft, Platz, Breite, Plastik, aber es ist wahrscheinlich gut, das ist halt für die Dämpfung. Richtig, aber du hast trotzdem noch die Brandsohle wie bei einem klassischen Schuh. Oder bei einem rahmengenähten Schuh hat man nur unten etwas dran, wo man durchnäht, durch den Zwickeinschlag und den Rahmen.
Und hier hat man eine normale Brandsohle, dort wird alles draufgeklebt mit einem wasserlöslichen Klebstoff oder einem Hitzeklebstoff. Und gerade das ist auch der große Unterschied bei Sneakern, fehlt die Korkausballung, weil du immer eine Einlegesohle reinmachst, die auch nochmal aufgepolstert ist und so eigentlich dein Fußbett in dem Sneaker durch die Einlegesohle hast. Kommen wir zur Machart. Kann man hier schon was sehen oder nehmen wir den dafür oder dass man halt oder den Schuh, dass man halt sieht, der Schuh ist halt ne Rahmen genäht, der Rahmen, dieses Lederband wird halt hält Laufsohle, Innensohle zusammen mit einer Naht. Wie ist es hier bei den Sneaker-Modellen aus dem Hause Shoe Passion? Hier ist es so, das Oberleder hat einen Zwickeinschlag von meistens 1,5 cm. Dieser Zwickeinschlag dient eigentlich dazu, dass der Schuh richtig um den Schuh rumgezwickt werden kann. Der Schaft. Ja, der Schaft, ja. Genau. Um den Schuh rumgezwickt werden kann. Und dieser Zwickanschlag wird hier unten mit der Brandsohle verklebt. Meist mit Argo oder Schmelzklebstoff. Okay. Und sonst von der Machart, das ist die geklebte Machart eigentlich. Und dann gibt es noch die gestrubbelte Machart. Die gestrubbelte Machart erkennt man immer an der weißen Decksohle eigentlich, also an der weißen Brandsohle. Das ist eine Machart, die kommt eigentlich aus dem Schuhsportbereich und aus dem Runningbereich, da die Schuhe eher flexibler sein mussten. Und mit einer Brandsohle hast du immer einen geringen oder einen größeren Widerstand als zum Beispiel hier bei der gestrobelten Machart. Man hat jetzt aber im Vergleich, ist es wahrscheinlich für die Fußgesundheit, du hast zum einen ja eine bessere Polsterung, die Schuhe sind leichter, aber man lässt dann auch wieder Federn wiederum, dadurch, dass man halt keine Volllederausstattung hat, dass man halt da drin steht mit seinen Füßen und dass man dann halt schwitzt und hier kann die Feuchtigkeit ja nirgendwo hin. Ne? Ich weiß nicht, ob die jetzt hier durch das Luftloch abfließen kann. Nein, das ist halt so. Ne? Das hat man halt. Richtig. Dass man entsprechend, aber ich glaube, dass dann schon das Input aus Leder da ein bisschen was wegnehmen kann. Genau. Eine zusätzliche Ledereinlegesohle vielleicht noch ein bisschen was wegnehmen kann, aber die Atmung ist dort schon ein bisschen schlechter. Es ist ein bisschen eingeschränkt. Halt eingeschränkt, genau. Eingeschränkter, als es halt beim rahmengenähten Schuh der Fall ist. Wir haben noch was Besonderes, zum Beispiel bei unseren Schuhen sieht man hier so eine Naht an der Innenseite. Und das bedeutet, die Sohle wird von außen durch das Oberleder und das Futterleder angenäht, so dass die nicht abfallen kann oder das ist einfach auch ein Mehrwert für einen Schuh. Unsere meisten Sohlen kommen aus Portugal von einer Manufaktur oder von einem Lieferanten. Gut, ja. Ich meine, schön, das einmal so zu sehen, auch die Schuhe im Aufschnitt. Ich meine, die werden jetzt auch so nicht anders gemacht, halt von den großen Sportherstellern, Nike, Adidas und wie sie alle heißen. Aber dann kommen die halt eben irgendwo aus Asien. Richtig. Die kommen jetzt aus Portugal. Die ganzen verarbeiteten Materialien kommen auch halt aus Europa. Das ist ein klassisches Made-in-EU-Produkt. Insofern ist man von der Seite dann halt schon mal ein bisschen sicherer von seinem Green-Thinking-Modell. Ansonsten, klar, wir haben auch rahmengenähte Sneaker, hätten wir sogar auch im Angebot. Die sind halt wie der rahmengenähte Volllederschuh, sehen halt nur ein bisschen optisch anders aus. Also die Schuhe haben halt einen anderen Stil, sie sehen anders aus, sie tragen sich anders. Es ist natürlich eine ganz andere Geschichte vom Auftritt her. Klar, und du sprichst halt einen ganz anderen Stil damit an. Genau. Ja, aber es ist alles nicht wertend, aber schön auch einmal da hinein zu gucken in diese Schuhe. Richtig. Auch mal so ein Sneaker kann vielleicht nicht jeder zu Hause machen, dass man sich ein Brotmesser schnappt und seinen Lieblings-Adidas-Schuh einmal so in der Mitte durchtrennt. Wäre vielleicht nicht zu empfehlen. Das glaube ich auch nicht. Deswegen danke ich dir gerne für diesen Einblick. Wieder was gelernt heute hier bei Shoe Passion TV. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt weitere Fragen vielleicht zu den Sneakern, zum Schuhaufbau, zu Macharten. Dann ab damit in die Kommentare, dann können wir in einem späteren Video darauf eingehen. Ich bedanke mich bei Gunnar für die Expertise, bei euch fürs Zuschauen. Und euch gefällt das Video, dann bitte einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, um halt keines unserer Videos zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns dann hier an der Stelle bald wieder. Vielen Dank euch. Tschüss. Tschüss.